Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ziemlich viel vor und auch schon einiges erledigt. Deswegen dachte ich mal, ich vlogge heute. Ich wollte eigentlich schon vorhin vloggen, aber so wie es immer ist, wenn ich mir Vloggen vornehme, I forget it. Leute, ich rede übrigens, ich sag's jetzt einfach so oft, bis es jeder gecheckt hat. Ich weiß, dass ich nicht richtiges Englisch rede, wenn ich so rede, weißt du? Das ist mein Humor. Ich werde mir jetzt kurz meine Haare machen, denn ich habe die heute Morgen einfach nur gekämmt. Dann werde ich zu meiner Schwester fahren und mein Abiball-Kleid, ich kann euch das mal zeigen. Also beziehungsweise, sie hat ja Abiball und ich werde da mit Marcel mitgehen. Pushen es jetzt. Und das werde ich zum Schneider bringen, weil es mir viel zu lang ist. Drinnen ist es. Ich habe mir hohe Schuhe mitgenommen, damit ich das so abschätzen kann. Dann, egal, auf jeden Fall ist da mein Kleid drin. Ne? Unsere Putzfrau kommt zum Glück gleich. Und ich würde sagen, ich esse jetzt noch schnell was. Fahre ich zu meiner Schwester und danach, also um 17 Uhr oder so, treffe ich mich mit Mrs. Buck bzw. Jessie, also die Freundin aus meinen Videos, und gehe mit ihr auf ein Event und ich glaube, das könnte da auch noch ganz cool werden. Das geht 2 Stunden von 18 bis 20 Uhr, aber in Berlin ist es ja so, du solltest schon um 17 Uhr losfahren, um pünktlich zu sein, weil Berlin ist groß. Yes. Und ja, ich freue mich da mega drauf und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Ich habe übrigens ein Kleid an von Naked Fashion, wartet mal. Nee, von, das stimmt gar nicht, was ich gerade gelabert habe. Dieses Kleid ist von Ivy Revel. Und ich finde es mega schön, meine Mom hat mir schon vorhin ein Kompliment gegeben. Und ja, und meine Sonnenbrille ist von H&M. H&M, yes. Mögt ihr Birkenstocks? Ich mag Birkenstocks irgendwie. Aber ich muss sagen, ich bin damit vorhin Auto gefahren und ich glaube, das war jetzt nicht sonderlich gut. Ich muss sagen, es war echt gefährlich und ich werde mir auf jeden Fall für die nächste Fahrt, die ich gleich zu meiner Schwester tätigen werde, mir Sneakies anziehen. Sneaks. Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit mit dem falschen Objektiv gevloggt habe. Ich wollte ja jetzt mal mir angewöhnen, mit dem hier zu vloggen, aber ich glaube, ich sollte mir hier diesen Stab ranmachen, damit man meinen Arm nicht immer so sieht. Where is the Stab? I need the Stab. Meine Putzfrau tut mir irgendwie gerade leid, weil irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist das Ding zum Daraufschrauben? Okay, Leute, heute wird der Tag der Objektivänderung. Ich werde jetzt doch das nehmen, weil ich diese kleine Tasche hier mitnehmen möchte, weil ich die neu habe und da passt leider dieses Objektiv hier nicht rein. Ganz ehrlich, Leute, die Tasche passt halt null zu meinem Outfit und deswegen werde ich jetzt diesen Rucksack mitnehmen. Mein Mobiltelefon, mein Ladekabel, dann passt hier auch alles rein. Und ich werde diese Tasche irgendwann anders mal auswählen. Kennt ihr das, wenn ihr sowas neu habt und ihr wollt es unbedingt tragen, aber irgendwie nicht zu allem kombinierbar oder findet ihr, das geht? Outfit mit diesen Schuhen passt jetzt auch nicht so sonderlich gut, aber ist immerhin sommerlich. Ich ziehe übrigens unter so ein Kleid immer so eine chillige Hose. Yes. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich jetzt losgehen, Leute. Aber es geht noch nicht, denn unsere Putzfrau ist noch nicht da. Die kommt irgendwie heute ein bisschen zu spät. Oh, dann kann ich ja doch das coole Objektiv nehmen. Ich hasse mich. Und Marcel macht gerade ein 200-Euro-Kill-Duell gegen Monte und ich will nicht, dass er wegen mir verliert, weil er sie reinlassen muss. Es sind immerhin 200 Euro, also keine Ahnung, wie gestört die drauf sind, aber ja. Auf jeden Fall warte ich deswegen jetzt noch kurz auf die Putzfrau. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück vom Schneider. Wir haben jetzt unsere beiden Kleider abgegeben und, also ich habe 2 Kleider abgegeben, meine Schwester hat ihr Abiball-Kleid abgegeben. Und wir sind mal gespannt, wir können das jetzt ungefähr in, warte mal, heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. In 5 Tagen können wir es abholen. Ich finde, es geht eigentlich mega schnell. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es aussieht. Und dann ist auch schon demnächst der Abiball. Okay, wir haben uns jetzt hier noch so ein paar kleine Snacks geholt. Leute, wer ist Team Ayran? Ich liebe Ayran so heftig. Ja, ich bin übrigens in der Küche von meiner Mom, also wo ich früher gewohnt habe. Leute, ich bin gerade ganz alleine bei meiner Schwester, weil sie jetzt zu ihrem Freund gekommen ist. Voll lustig irgendwie. Ich bin so jetzt in ihrem Zimmer. Mein Zimmer existiert nicht mehr. Hier ist übrigens mein Dog. Sie heißt Fine. Also das ist der Dog von meiner Mom. Fine. Komm mal. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich jetzt so hier mit meinem Dog chille, then I want Scoops. Echt jetzt nochmal intensiver darüber überlegen. Wir wollen uns aber halt perfekt um den Hund kümmern und wir sind ja manchmal voll viel unterwegs und da müssen wir ihn halt irgendwo hinbringen, weil wir wollen doch nicht mit dem Hund fliegen. Müssen wir echt mal schauen. Wir wollen ja nicht den Hund nach ein paar Monaten abgeben, so wieder, weil wir merken, dass wir nicht dafür bereit sind. Also, wir wollen auf jeden Fall einen Hund.
Ich will so gerne Scoops. Because this is so the cute dog. How are you, Feeny? Are you the happy dog? Ups, Entschuldigung, Corinna, ich habe hier ein bisschen Lippenstift dran gemacht. Ich frage mich immer so, sehen Hunde sich? Do you see yourself? Aui, oh, sie hat mich getreten. Was ist denn das? Sie hat keinen Bock auf mich. Was mich immer ein bisschen an meinem Hund aufgeregt hat, ist, also ich finde es, beziehungsweise ich finde es halt interessant, Hunde haben immer so voll den unterschiedlichen Charakter. Also zum Beispiel Fine, die ist echt ein Hund, der nur chillt. Und es gibt ja so richtige ADS-Hunde. Also meine ganzen Freundinnen haben irgendwie alle immer so ADS-Hunde. Finde ich auch, glaube ich, ein bisschen besser. Aber Fine ist auf jeden Fall so ein richtig lieber Dog. Außer, er hat eigentlich, also sie hat immer voll Schiss so von meinen Freunden gehabt. Den einzigen, den sie direkt mochte, war Marcel. Und das ist ja wohl ein Zeichen, du. Also nicht. So you think you were right? Leute, die ganzen Fahrradfahrer, oh, durch das Objektiv sehen die echt nah dran aus. Und jetzt ist nur noch eine vor uns, war ja klar. Auf jeden Fall fucken die Fahrradfahrer hier in Berlin so heftig ab. Die denken, die Streets gehören einfach denen, Leute. Aber die Streets gehören den Autos, habt ihr das verstanden? Spaß, aber ich find's irgendwie so, also ich würde mich niemals trauen, als Fahrradfahrer so zu fahren, wie die hier fahren. Vor allem, die fahren einfach alle nebeneinander. Ja, aber Mann, ich wollte es zeigen, aber es geht nicht. Selfie Game strong, Leute. Ja? Warte, du musst dich hinsetzen, schnell. Wir haben denn? Hier? Ja, ja, nur 10 Sekunden. Ist das cool, oder was? Ich glaube so. Ich glaube, ich bin so dumm. Kannst du vielleicht ein Foto von uns machen? Klar! Siehst du das besser? Leute, no. Also diese Pappdinger sehen zwar schön aus, aber Sinn machen sie nicht wirklich. Leute, ich finde die Wohnung hier so heftig schön, wo das Event ist. Ich meine, Marcel und meine Wohnung ist auch schön. Jessys Wohnung ist auch schön. Aber hier, das ist irgendwie so krass geschnitten. So hier hat man so einen Balkon. Dann da drin ist es so richtig heftig geschnitten. Und dann geht so noch so eine Wendeltreppe hoch. Ich finde so eine Maisonette-Wohnung so heftig schön. Ich will auch. Und man hat voll den schönen Blick auf den Fernsehturm. Gönnt euch das mal, Leute. Aber ich muss sagen, Parkplätze hier zu finden ist, glaube ich, belastend. Aber hier ist der Fernsehturm. Er sieht jetzt viel weiter weg aus, als er in echt ist. Warte mal, ich mache mal das andere Objektiv drauf. Okay, es ist immer noch näher, als es aussieht, aber dort ist er. That's Berlin, Boys and Girls, that's Berlin. Wir gehen jetzt gerade wieder. Oh, es ist ein bisschen dunkel. Hey, warum wird es denn immer dunkler? Bin ich beschwert? Leute, ich komme irgendwie mit meiner Kamera nicht so zurecht. Jared, I need you. Ah, so. Okay, Leute, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Ich habe ja Angst vor Fahrstühlen, aber YOLO. Wir haben voll die coolen Goodiebags bekommen. Ich zeige euch sowas auf jeden Fall, was da drin ist. Und ich finde auch voll cool, dass Jessie was bekommen hat, weil sie ist ja nur so meine Begleitung. Thank you, Stella and Dot. Jessie hat übrigens auch ein Instagram-Profil, da hat sie schon 10.000 Follower. Also folgt ihr alle ganz fleißig. Ich werde sie auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Oh, wo sind wir? Sind wir zu weit oben? Nein, wir sind richtig. Okay. Auf jeden Fall. Oha, guck mal, wie geil das gerade aussieht, weil beide Straßen hier so sind. Sie, guck mal. Hä, wirklich? Hä, geil. I make a pick of you. Also ich will so Dinge, ja, erstens das und zweitens, ich will so Thumbnail machen. Komm her. Nein, Auto. Okay. Wir wurden gerade überfahren. Ja, was? Genau. Thumbnail. Hallo. Hallo, geil. Okay, warte, wir machen jetzt ein Bild. Ich schwöre euch, wir sind gerade fast draufgegangen. Ihr werdet gleich die, also beziehungsweise heute, und vielleicht habt ihr sie schon gesehen, die Fotos auf Instagram sehen. Uns haben zwei Bloggerinnen gerade geholfen, noch ein Foto zu machen, weil wir haben einfach mit Selbstauslöser, also wir haben gerade einfach die Tasche mitten auf die Kreuzung gelegt und unsere Kamera draufgelegt. Und dann kamen von beiden Seiten Autos. It was not good. And the blogger rettet us. Yes. Guck mal, Leute, wir haben eine Sonnenbrille geschenkt bekommen. Also ich habe die auch, aber ich habe sie jetzt gerade nicht auf.
Jessie hat sie auf und ich finde, sie sieht ziemlich geil aus. Vor allem, wir haben genau die Sachen in der Goodie Bag bekommen, die wir wollten. Also wir haben so gesagt, das ist schön und das ist schön und auf einmal ist das so in der Goodie Bag. Und wir durften uns sogar eine Sonnenbrille aussuchen. Oh mein Gott, voll Dankeschön. We are the Freude. We are the so Freude. Thank you, it's Stella and Dot. Und die sind, glaube ich, in Amerika schon richtig, richtig groß. Also auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und in Deutschland noch nicht. Und deswegen wäre es mega cool, wenn ihr den ein Follow da lasst. Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. So Leute, ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Die Putzfrau hat alles so schön sauber gemacht. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was wir in der Goodiebag haben. Wir haben uns gerade so gefreut. Ich weiß, man macht sowas eigentlich nicht, aber wir haben mal so die Preise von den Sachen gegoogelt. Und ich finde das so heftig großzügig, dass wir so teure Sachen bekommen haben. Wir haben das alles hier in so einer süßen Goodiebag bekommen. Stella and Dot. Ich liebe das ja immer, wenn alles so in Papier eingepackt ist. Dann hier noch eine schöne Zeitschrift mit den ganzen Produkten. Und noch ein paar so andere Heftchen. Dann, Leute, haben wir ein richtig schönes Armband bekommen. Und zwar so ein Knotenarmband hier. Aber ich finde das so mega schön. Ich stehe ja voll auf so dünne, zarte Schmucksachen. Das Highlight eigentlich der Box, ganz ehrlich. Wir durften uns zwischen zwei Sonnenbrillen eine aussuchen. Also da durften wir die anprobieren und sagen, welche besser aussieht. Und Leute, ganz ehrlich, ich freue mich wirklich so, so, so sehr, wenn Shops so großzügig sind. Und deswegen, ich meine, ich kriege dafür jetzt kein Geld, so dafür, dass ich das mache. Die habe ich einfach aufs Event eingeladen und ich habe das einfach geschenkt bekommen. Und ich finde das nicht selbstverständlich. Und deswegen will ich einfach Danke sagen und werde jetzt hier ein Unboxing machen. Die ist so lila ein bisschen, verspiegelt. Und an den Seiten hat die noch so blaue Details. Ich finde, die sieht so mega schön aus. Ich habe jetzt eine Sonnenbrille auf dem Kopf, aber das ist die Sonnenbrille. Ich finde die richtig cool. Und dann haben wir noch eine Kette bekommen. In so einem Etui hier. Ich finde das immer so schade. So meistens wirft man so ein paar Verpackungen weg, aber dabei sind sie so süß gemacht. Auf jeden Fall ist es so mega lustig, weil Jessie war so begeistert von dieser Kette und hat die ganze Zeit gesagt, oh, ich finde die voll schön und so. Und auf einmal ist die so in unserer Goodie-Bag. Ich finde das so cool. Ja, auf jeden Fall freue ich mich mega über die Sachen. Danke an Stella und Dot. Bevor Marcel mich jetzt wieder umbringt, räume ich das alles auf, bevor er kommt. Und ja. Ich bin gerade voll im Gute-Laune-Modus und deswegen überlege ich gerade, ob ich ein Video drehe und ich glaube, ich mache es auch. Ich habe nämlich schon vor ewiger Zeit ein FAQ angekündigt, was ich jetzt einfach drehen werde, ganz ehrlich, Leute, ich werde es jetzt drehen. FAQs, ich weiß nicht, ich tue mich in letzter Zeit irgendwie schwer, damit die zu drehen, weil ich immer denke, dass sie für euch nicht interessant sind. Aber dann eigentlich, ihr stellt mir die Fragen und dann wollt ihr auch die Antwort wissen und deswegen. Ich finde halt, und ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich, okay? Ich hoffe, dass ihr das an mir schätzt, weil ich könnte mich mit sowas auch echt ins, also keine Ahnung. Ich glaube, viele würden es einfach nicht sagen. Aber bei FAQs neigt man halt immer dazu, Clickbait zu machen, weil eine FAQ an sich, da passiert halt nicht viel, außer dass man Fragen beantwortet und dann versucht man immer eine Frage mit reinzunehmen, die man in den Titel schreiben kann. Ich bin jetzt wirklich ehrlich mit euch und ich wünsche mir einfach, dass ihr sowas akzeptiert, weil ich meine, wir leben davon, nicht so sinnlos haten wie ein Clickbait. Ich meine, wen verletzen wir damit? Eigentlich niemanden. Wenn ihr es nicht gucken wollt, klickt es halt nicht an. Aber ich muss sagen, ich finde es irgendwie cool, weil warum sollte, guck mal, ich meine, Firmen verpacken doch ihre Sachen auch richtig schön und machen Werbung und in der Realität sehen die Sachen vielleicht ein bisschen anders aus und da beschweren sich Leute auch nicht. Ein Geschenk verpackt man auch, damit das eine schöne Optik hat und man es gerne auspackt und warum kann man nicht ein Video schön verpacken, damit man es anklickt und ich glaube, ihr solltet einfach wieder ein bisschen offener werden und also, ich meine, ich bin auch offen dafür. Ich klicke auch Videos an, wo ich schon weiß, dass es Clickbait ist, aber ich denke mir einfach so, okay, ich gebe dem Video mal eine Chance. Vielleicht wurde das Video ja so benannt, weil jemand sich mit dem Video ziemlich Mühe gemacht hat. Klar gibt es auch viele schwarze Schafe, die Leute haben sich gar keine Mühe gemacht, wollten einfach nur Klicks und Geld. Wie findet ihr das Objektiv? Ich mag eigentlich so Fischei. So Leute, ich habe mir jetzt gerade ein Video gedreht und jetzt mache ich mir einen Dutt und werde meinen Gammel-Look anziehen, mein Kleid ausziehen. Warum haben die da so eine komische Stimme rübergelegt? So eine American Kim Kardashian Stimme, hast du es gerade gehört? Halluzination. Also, doch nicht Fischei gemacht. Doch, habe ich den ganzen Tag, aber ich mache es jetzt ab. Also Leute, bitte fragt euch nicht ab, dadurch, dass ich die ganze Zeit das Objektiv wechsle. I'm with Marcel, das Hell is back home. Marcel ist zurück von seinem Training. Ich weiß gerade nicht, warum ich hier so einen Kontrast habe. Ich habe mir quasi einen Eisbergsalat. Okay, danke. Es gibt nichts Unappetitlicheres als diesen Stadium beim Essen. Diesen Stadium. Okay Leute, wir sind jetzt mega müde, wir gehen jetzt schlafen. Tschüss.